So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise eine neue Folge Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Gestern kam Kabutoro in die Raids. Der sieht so genial aus mittlerweile, muss ich sagen. Dieser Stier, der ist auch so wuchtig im Fangbildschirm, hat so einen Riesenkreis. Und heute Abend 18 Uhr natürlich die erste Raid-Stunde mit Kabutoro. Ich weiß, viele Leute momentan haben Probleme trotzdem ihre Pässe wegzukriegen. Die wollen alle immer ihre täglichen Pässe machen, laden andere ein. Die anderen wollen aber die Einladung nicht annehmen, weil die wollen keine Fan-Raid-Pässe dafür ausgeben. Die wollen auch nur ihre täglichen Pässe wegmachen. Haben aber auch wieder keinen, den sie einladen können. Das ist ein Teufelskreis. Mich könnt ihr heute Abend aber wieder einladen in der Raid-Stunde zu Raid Mania. Wer mit mir befreundet ist und unterwegs ist und seine Pässe wegmacht und Kabutoro raidet. Ich werde von 18 bis 19 Uhr wieder alle Raid-Einladungen, die ich von meinen Freunden bekomme, annehmen. Ihr könnt Raid Mania-Punkte sammeln. Und auch wenn der noch nicht in Shiny da ist, habe ich trotzdem irgendwie ein bisschen Bock. Denn so ein 100er davon würde mir schon schmecken. Ich werde ihn aber nicht gezielt raiden. Nur die zwei täglichen Pässe und eben zweimal Raid Mania, diese und nächste Woche. Das aber erst heute Abend. Jetzt sind wir hier. Heute Abend auch wieder Raw. Heute gab es schon das WrestleCrate UK Unboxing. Also der Mittwoch ist immer der Prügeltag. Aber egal, wir starten jetzt mit den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Dulli Squad. Und guckt euch das an. Das müsste eigentlich schon der Schocker der Woche sein. Denn da ist ein Molunk, ne? Ein Molunk, hätte der nicht weiblich sein können, in 100%. Der ist ganz neu drin, ganz frisch im Spiel. Ihr wisst, der ist selten. Viele Leute haben gesagt, sie haben schon 100.000 Eier jetzt gebrütet, haben keinen drin gehabt. Und man kann auch nur den weiblichen entwickeln. Hier ein 100% davon finde ich auf jeden Fall krass. Ich habe noch niemanden gesehen, der einen 100er hat. Und die meisten haben auch noch niemanden gesehen, der ein weibliches hat. Und auch viele haben keinen gesehen, der überhaupt eins hat. Ich möchte nachher auch nochmal rausgehen, möchte nochmal 12 Kilometer Eier brüten, damit ich dann meine Slots frei habe für 2 Kilometer Eier vom Event, die ich aber alle nur mit dem freien Brüter dann wegmachen werde. Ich werde jetzt nicht, eigentlich ist nichts in den 2 Kilometer Eiern beim Frühlingsevent, was ich noch nicht habe. Deswegen egal, aber vielleicht ist jetzt in der Fuhre noch ein Molunk drin. Dann bin ich mit dem Tobi aufgestiegen zu Glücksfreunden mit Koronika genauso. Matze, erster Raid, danke an Ramon und Thomas, hat hier sein 100% Voltolos bekommen aus Raids für Zuschauer. Drachek, genauso, danke dir Ramses für die Einladung, habe ich eingeladen zu meinem täglichen Raid. Er hat auch ein 100er bekommen, natürlich immer noch richtig starkes, geniales Pokémon. Ich weiß nicht, wieso die Leute in letzter Zeit trotzdem kaum geradet haben. Der wurde als Shiny eingeführt, er ist der stärkste Elektroangreifer. Der ist einfach eine Bestie, aber die Leute wahrscheinlich, weiß ich nicht. Der Hype ist vorbei, der Hype ist tot, alles weg. Und Rarek hat sogar, das war sein drittes 100er, wie man sieht, also jetzt hat er einen Ramses, einen Thomas und eins, was glücklich ist. Das heißt, Thomas und Ramses werden wohl nie glücklich werden, weil die sind ja nur links und rechts. Das sind die Außenseiter dort. Dann Shiny Hunter hatte mich markiert. Ich habe das einfach mal mit reingenommen, weil ich das cool fand. Immer Bilder, wenn mir jemand zeigt, dass er wirklich mal auch in den Stream reinguckt oder einen da verfolgt ein bisschen und so. Und dieser rosane Hintergrund, warum nicht? Vor allem, es war mitten am Tag. Da sieht es aus wie im Bordell. Sehr gut auf jeden Fall. Grüße gehen raus. Dann der Geitsch Nummer 2. Shiny Pummeluff mitgenommen. Joel hat ja mal so einen Snapshot, also so eine Fotobomb gezeigt. Ich habe am C-Day schon wieder vergessen, Fotobombs zu machen. Habt ihr Fotobombs gemacht? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe keine gemacht, aber ich habe auch nicht so einen schönen See gehabt, den ich hätte fotografieren können. Fabian Anding, wie findest du es? Ich finde es ganz gut. Meins war leider schlecht. Wäre es ein 100er gewesen, hätte ich es wahrscheinlich aber auch nicht erlöst. Also wenn es ein 100er geworden wäre, hätte ich es nicht erlöst, weil ich ja schon ein 100er Lugia normal habe. Und natürlich das Apex, das Krypto, das ist ja viel, viel stärker und brutaler. Das hätte ich also so gelassen. Hätte ich keinen 100er, hätte ich es natürlich erlöst zu einem 100er, wenn es ein 100er geworden wäre. Und eben diese besondere Aura, die man hier sieht, die man ja sonst auch nicht hat. Dann bin ich mit Puppy Bunny auch noch aufgestiegen zu Glücksfreunden. Bianca hier mit einem Shiny Blumenkranz Evoli, Frühlingsevent. Die Pokémon tragen wieder Kranz, alles was ihr seht. Dann noch ein Shiny Huthut hinterher.
Genaya aus Neuss Paragoni. Ein Glücks-100er Paragoni getauscht, warum nicht? Shiny Voltolos 2052, Shiny Shadrago, der fliegt hoch direkt an sein Drachensymbol. Vielleicht dachte er, wenn er dagegen springt mit dem Kopf, kommt noch ein Coin raus. Ne? Zu viel Super Mario gezockt. Noch ein Shiny Voltolos, ein Shiny Fritzel Blitz, noch ein Shiny Voltolos, ein Shiny Krypto Owei, die ihr jetzt auch vor den Rüpel normal bekommen könnt und nicht nur vor den Rocket Bossen. Dann ein Shiny Pichu gebrütet. Was macht der da? Der kriegt die ganze Zeit schon wieder auf den... Gut, jetzt nicht mehr, jetzt ist er runtergefallen. So, Shiny Pichu gebrütet mit Blumenkranz. Dann hier Shiny Marmolita auch gebrütet. Glaube ich, oder? Ist es gebrütet? Sternstaub? Zwei Leute? Ja, ist gebrütet. Sonst hätte es ja nicht so viele Bonbons gegeben. Ah, Ramses. Shiny Marmolita gebrütet. Habt ihr auch schon mal ein Shiny gebrütet? Schreibt es mir in die Kommentare. Jena hier nochmal mit dem Shiny Skobble, Shiny Nidoran, Shiny Nidoran Nummer 2, Shiny Nidoran Nummer 3, aber anderes Geschlecht. Conny aus der Sammler-Herausforderung, also das ist Libera Forret. Ich wollte es nochmal umändern, aber irgendwie kann ich den Namen nicht mehr bearbeiten. Ein bisschen zu blöd dafür. Deswegen aus der Sammler-Herausforderung ein 100% Togekiss. Das ist auf jeden Fall auch mega krass. Holst es da ab, hat schon Blumenkranz dran, ist noch 100. Plus noch was Schönes auch von Libera Forret. Ein Shiny Onera mit Blumenkranz. Die sind auch mega selten gewesen. Ich habe meins damals von FC Mary bekommen, der hat mir einfach eins rübergetauscht. Sonst hätte ich keins, obwohl ich damals so viel gebrütet habe dafür. Dann Shiny Owei bei Selal, Shiny Schlurp. Sie, bestimmt denkt er gerade wieder an andere Frauen und der Mann einfach so, warum ist Staub auf weißen Möbeln schwarz und auf schwarzen Möbeln weiß? So geht's mir auch immer, wenn ich im Bett liege, da denkst du über die komischsten Sachen nach. Letztes Jahr zum Frühlingsevent übrigens, habe ich eine große Folge gemacht mit Eiern brüten und saß da die ganze Zeit dann hier zack, 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 zack. Hab da ganz viel reingemacht. Da habe ich ja das Vonera gesucht und eben auch das Togepi gesucht und was anderes. Aber wie gesagt, dieses Jahr ist nichts drin, was ich noch nicht habe. Deswegen brauche ich eigentlich gar keine 2 Kilometer Eier brüten. Hier noch beim Selal Shiny Alola Knogger mitgenommen. 100% Flabebbe. Immer in der Nähe von Selm, Nordrhein-Westfalen. Ja, Glücks 100er Abra. 100% Snubbull. 100er Starra Lili. Wildes Libeldra. Mal eine Endentwicklung so. Auch immer nett, wenn man das sieht. Shiny Hunduster, immer noch Selal, Shiny Natu, 100er Hutut, 100er Yanma, Shiny Elezeba, Shiny Yorklef, noch ein Shiny Yorklef, 100er Hydropi, wohl am Sea Day gefangen. Dann, auch ein Bild von Selal fand ich auch gut. Da ist ein Auto und dann hat sich so ein Pfosten gewickelt. Ist nicht lustig, aber dann irgendwie, wenn man das Bild runter sieht, ihr wisst alle, beim Globus, der ist ja oben zusammen, damit er sich... Hammer gefunden, mitten da im Grün, mitten im mitten im Wald ist natürlich der Monogel, wo du dann einfach den, ach, das ist so bescheuert, einfach nur, wir machen einfach weiter. 100% Wuffels aus einem Raid, das erkenne ich nämlich, weil der ist Level 25, weil der Bogen so weit hinten ist, bei Level 20 wäre der weiter vorne, dann hätte er auch gebrütet sein können, der ist aber aus einem Raid, das sage ich euch, weil ich sehe das Level 25. Shiny Kramurks noch mitgenommen, nochmal Shiny Skobble hier, 100er Schwalbini, 100er Skobble, Shiny Skobble, 100er Schilderus, Shiny Skalyk beim Selal, Adi nicht, 100er Evoli mit Blumenkranz, Shiny Chanera mit Blumenkranz, erlöstes 100er Owei, 100er Nidoran, Shiny Voldolos, aber beim Alexander Ahringer, danke Thomas, er hat mir eine große Suche erleichtert, ne? Das machen wir doch gerne. Alexander Ahringer, schon wieder Daniel Schilling gefunden. 3 Bilder, glaube ich, hier. Einmal in der gelben. Was klar ist, weil der ist ja gelb. Der kann sich ja nicht in die rote Arena setzen. Daniel Schilling gefunden. Guck dir das an. Aluhut, da habst du den letzten für heute. Ich geh pennen. Dir noch eine angenehme Nacht und mach nicht mehr so lange. Hast du dir so hier gedacht? Gestern wieder bis 4 Uhr. Du musst ja auf. Musst ja die ganzen Sachen abscreenen und musst noch... Memos machen, zurückschreiben, hin und her, alles mögliche. Deswegen sieht man auch immer so gut aus. Shiny Panzer Aeron hier, Shiny Makuhita,
Shiny Geronimatz, 100%, warum nicht? Da fehlt ein Stück vom Bild, oh, das ist aber schade. Und ein Shiny Togetic mit Blumenkranz, was jetzt das einzige ist im Frühlingsevent, was neu ist, was ich dann bräuchte, zweimal, um es dann auch einmal zu entwickeln. Dann Aluhut Kabutoro. Bin ich bisschen neidisch, ist neu. Hast du da gesuchtet? Ja? Oder war das so einfach mal Daily Pass weg? Ach, 100er nimmt man mit. Wie viele XL-Bonbons hat der Aluhut? Was denkt ihr? Und wie viel werde ich nach 2 Wochen haben? Wahrscheinlich über 200. Obwohl ich ja nur die täglichen Pässe mache und halt 2 Raid Manias. Aber die hauen irgendwie rein. Dann hier nochmal Shiny Galamauzi, Alola Mauzi mitgenommen. Andy Project. Familie war schon voll, aber mit 96% mit, nimmt man gern mal mit, ne? Das kleine Wampel, Shiny mitgenommen. Neues Pokémon entdeckt in Öbisfelde, Sachsen-Anhalt. Da kommt einfach ein Pelikan aus dem 2-Kilometer-Ei. Das hättet ihr auch gern. Während deines Streams heute gebrütet. Schön, wenn das GPS spinnt. Ist auf jeden Fall wertvoll und wir wissen ja jetzt, dass man es auch entwickeln kann. Würde ich aber nicht. Das könnt ihr nur brüten. Das andere könnt ihr trotzdem wild fangen. Ich würde also das Wildgefangene vielleicht dann mal entwickeln, aber das Baby würde ich eigentlich immer so lassen. Außer ich habe 3 Babys, dann könnt ihr meinetwegen auch die Familie durchentwickeln. Sören, 100er Sandan, Shiny, Lucky, alles dabei, was es so gibt. Wenn man einen kleinen Account zu einem Voldolos mitschickt, den Eintrag noch nicht hat und dann ein Shiny bekommt mit 98 IV, leider nur 14 Angriff. Adi, nein! Jetzt ist er hier runtergefallen. Der macht nur Mist den ganzen Tag. Glückwunsch, Sören, netter Besuch am Abend. Jorklev, 100er, da gewesen. Das 200. wird sicherlich shiny sein, wenn es wieder da ist, wo du gerade von geredet hast. Habe ich davon geredet? Weiß ich gar nicht mehr. Shadrago, warte mal, müssen wir die Haare hier hinter machen, ne? Ich glaube, ich muss sie wirklich mal einfach abschneiden. Das hat so keinen Sinn. Soll ich meine Haare endlich mal wieder abschneiden, dass ich keine mehr habe? Dann schreibt es mir in die Kommentare, weil eigentlich fand ich es ja cool, dass man die manchmal so einfach übers Gesicht vorne hängt in irgendwelchen Videos und man sagt, bin der Ramses. Aber die meiste Zeit macht man ja solche Videos nicht und sieht einfach nur komisch aus, wenn man hier so eine Nicolas Cage wieder dran hat. 195, also da geht doch noch 5 Stück. Ich drücke dir die Daumen, wir zählen runter. Margo FedEx hier auch mit dem Shiny Skalue gebrütet. Shiny Läufeo, was gerade einfach die goldene Beere gleich verschlingt. In der Freundesliste registriert Daniel Schilling. Einfach mal mitgenommen, warum denn nicht, kann man mal machen. Und dann hat er auch ein Duo-Raid gemacht mit Kabutoro, sogar 137 Sekunden übrig gehabt. Das ist auf jeden Fall stark. Sarina hat wieder was geschickt. Ich hätte dir ja noch ein Schleifchen um das Paket gebunden, aber mir ist das Geschenkband leider ausgegangen. Die hat wieder so ein Paketchen hier geschickt, wie ihr seht. Da seht ihr ein Schlappohr. Das ist jetzt aus dem Mega-Raid gewesen. Das ist jetzt einfach so. Hat das eine Schleife? Hat es nicht? Was ist das? Machst du Mega-Raids oder was? Was soll das? Warum sehe ich so weiß aus schon wieder? Bonera, Pit, Shiny, Schleife, alles dabei. Corazon, Shiny, Kikli, 100%. Dazwischen Dragosso, Shiny, Krypto, richtig brutal. Jetzt dann irgendwie neu, sieht aber gut aus in dieser Farbe, weil das dann halt so grün ist auf diesem dunklen Hintergrund. Achso, habe ich nochmal neu gemacht. Hat nämlich auch rote Augen. Damit ihr das auch groß seht. Chefe auch hier. 2 Shiny Skobble, 1 Shiny Funifras. Mitgenommen. Flexmann, 890er, Apex, Krypto, Lugia. Dann Patrick, mein erstes 100er Schillern. 100% Shiny Voltolos. Warum nicht mit Bewertungsscreen nochmal richtig fett? So hängt er am Rand rum. Aber wir kennen ja den Wert, 2091 ist natürlich das 100%ige. Das sieht halt so gut aus. Eben gebrütet auch noch ein 100% Wuffels hinterher. Der hat also Wuffelsausen. Muffensausen. Der hat also auch Glück, ne? Das ist Level 20, sieht man jetzt am Kreis. Versteht ihr, was ich vorhin gemeint habe? Dann mein 2. 100er Mediti beim MDV Frost. Ne? 100er Mediti mitgenommen, habe ich gebrütet. Gossi hier, 100er Linfu, auch selten natürlich. Heute mein 3. 100er bekommen. Gossi mit einem Azuril. Auch 3 Stück, 3 100er Babys, 100er niemals entwickeln. Obwohl da, du hast 3, entwickel halt 2, hab die Familie voll. Kannst du dich noch an dein Video erinnern, wo Isro Bälle gesammelt hat, Herausforderungen angenommen,
hat jetzt ewig gedauert, bis ich die Bälle hatte. Sieht doch gut aus. 1000, 1007, 1077. Ist auf jeden Fall eine lustige Zahl, weil wir haben ja 1, 2, 3, 4. Oder dann haben wir 1, 1, 1, 1. Oder wir hatten einfach nur 1000. Und jetzt hier haben wir 1 und 107 und 1077. Also da wurde sich auch was überlegt und vor allem in alle Kategorien. Aber mittlerweile hat man ja auch mehr Platz, dass man da auch mehr reinmachen kann. Klar, kann ich mich noch erinnern, habe dann auch was gemacht, dass ich hier 666 Hyperbälle wegwerf, nachdem ich 1000 gesammelt hatte. Ganz am Anfang, das war auf jeden Fall noch die Wucht. Heute wäre das nicht mehr so krass. Gossi, nochmal mit einem Shiny Hunduster. Luigi Sarada, hab beim Fang an die WB Form mit 06 am Ende gedacht, dachte, ach, das ist eh ein 96er und dann das, wow, also 91 hinten dran war das 100er. Luigi, sind viele 100% Voltolos dabei. Lukas, ein Shiny, nämlich Shadrago, beim ersten Raid, eigentlich müsste das Schocker der Woche sein, ein Raid, ein Shiny, bam. Glückwunsch an Lukas hier an der Stelle. Beim C-Day bekommen noch eine Shiny Kiesling hinterher. Sieht immer noch pervers aus, aber trotzdem am C-Day mal was anderes als das normale. Plus Caboera Shiny, auch richtig fett. Hat auch nicht jeder, ist auch immer noch ein selteneres Shiny dabei. Hartmut Smith, nicht Schmidt, sondern Smith, mit einem 100% Shiny Sumpex aus Bayern, was insgesamt jetzt sein drittes Shundo ist. Und ich glaube halt irgendwie mit das Coolste, ja. Irgendwie Sumpex, trotz dass es rosa ist, wird mehr gefeiert als das Garados. Und das Garados ist schon so ausgelutscht, deswegen will das keiner mehr. Trotzdem, schöne Sammlung, schön übersichtlich auch. Kriege ich auch aus der Feldforschung. 483 WP, C-Day Classic Hydropi. Auch könnte er sich hier natürlich ein Shundo Sumpex machen. Ben, noch ein 98er Krypto Quiekel, Ben, 100er Staralili, Ben, das wird gepusht, 100% Sumpex, Noah, 100er Baumboll, Noah, wildes Garados mit 2,5, Noah mit einem 100er Glückspummeluff, Daniel Love, nettes Geschenk, der kleine Grüne, auch hier als Krypto, Shiny, Fragoso, Lost Lift, kaum zu glauben, aber das ist meine erste 100% Ratte. Ist erlöst, ne? So wie es aussieht. Dann Tiso, danke, danke, danke. Erster Raid, seit es wieder da ist und gleich sowas. Zack, Straufhain, Thüringen, wohl aus dem Community Raid das 100% bekommen. Da lohnt sich, wenn man da mal mitmacht, sogar mit Wetter Boost 2614. Lennart dann hier mit einem Shiny Lampi, 100er Hydropi. Benjamin Engel hat natürlich wieder geschaut, dass er Duo Raid machen kann von Voltolos. Besiegt bei 49 Sekunden. Hat einen Shiny bekommen dann am 6.4. mit 25,77. Am 7.4. hat er auch einen Shiny bekommen mit 25,77. Genau die gleichen WP, genau die gleichen Werte, genau die gleiche Aufteilung. Also auch eigentlich sehr interessant. Dann nochmal Duo Raid gemacht. Da waren nur noch 7 Sekunden übrig. Da hatte der Gegner einfach Fokusstoß. Ne? Da ist das bedeutend schwerer. Und mittlerweile hat er auch am 10.4. seinen 100% Voltolos bekommen. Also das Voltolos hat wahrscheinlich wirklich viele Leute einfach reichlich beschert. Hier noch gelbe Eier beim Benjamin. Annika statt gelbe Eier, grün Spinat mit Nudeln. Das ist auf jeden Fall wichtig für uns. Patsch, Rates für Zuschauer, danke. Habe ich das jetzt am Anfang schon gehabt? Patsch hat einfach 2 bekommen. Vielleicht war das am Anfang gar nicht Patsch und dann war was anderes. Skandalpara hat ja auch sein Lugia erlöst zu einem 100er. Sieht auf jeden Fall krass aus. Cumulus, 7 Kilometer Ei auf meinem Cumulus. Das Bild sieht halt jetzt nicht so schön aus. Ich habe, glaube ich, beim Heigo auch 3 Bilder nicht mit reingenommen, weil die nur abfotografiert waren vom Zweithandy und das sah halt wirklich unschön aus. Das sieht auch nicht so schön aus, aber das ist noch grenzwertig. Brainy, das sieht wiederum sehr schön aus, muss ich sagen. Schon wieder beim Ramses gucken, ein Shiny. Was soll mir das jetzt sagen? Also immer, wenn der Videos guckt oder sonst was, kriegt er Shinies auf seine Accounts und ganz ehrlich, wenn ich jetzt mich hier sehe, wie ich hier aussehe, wie ich in dem Video aussehe, das sieht aus wie ein anderer Mensch. Ich glaube, dieser Bart macht das Gesicht nochmal viel breiter, sieht total ungepflegt und räudig aus, dann sehe ich gleichzeitig total weiß aus und durch die Brille wie ein räudiger, ungepflegter Nerd und hier sieht es einfach aus wie der Atze von nebenbei, ne? Mit dem da auch mal
einen Raid zusammen machst. Also vielleicht sollte ich mir doch einfach nur noch einen Schnauzer machen und der Rest immer weg und die Brille einfach wieder in den Müll schmeißen. Das weiß ich nicht. Unterschied wie Tag und Nacht. Dann hat er hier noch einen Tusker, was er zu dem 100er erlösen könnte. Und wir haben zwei Instagram-Bilder. Ich immer sage, schickt nichts auf Instagram, das sieht total scheiße aus. Und wenn es an sich gut aussieht, weiß ich nicht, von wem es ist. Jetzt zeige ich euch, was ich meine mit sieht scheiße aus. Damit ich den Namen habe, muss ich das nämlich so abscreenen. Und dann sehe ich, der Raifax hat geschickt ein Shiny Shadrago und wie war dein C-Day? Das sehe ich, ein Shundo. Man sieht den Suchbegriff nicht, aber die beiden Sumpex, die da unten waren, sind, glaube ich, beide am selben Tag am C-Day gefunden worden und sind beide natürlich 100%ige. Und der Paul hat auch was geschickt in Instagram. Hab was Schönes für Raid am Mittwoch. Ein Shiny Chanera, aber ohne Blumenkranz, wie ihr seht, weil der Kopf fehlt ja ein Stück und da ist der Blumenkranz auch nicht mehr da. Das waren jetzt die Highlights. Wir haben jetzt noch den Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal vom Lukas, den haben wir ja vorhin schon da gehabt. Der hat nämlich seinen allerersten Lucky Trade gemacht mit Jason D. Ruffy 2 und hat hier sich einen Shiny Giratina getauscht, was durch den Lucky Trade natürlich Lucky ist. Und es ist sogar ein 100%iges geworden. Und das sieht immer fett aus, 1931. Das ist das mit den dicken Beinen, mit den Flügeln. 100% Shiny Lucky Giratina vom 17.10.21 jetzt getauscht. Das ist fett, das freut mich natürlich für ihn. Hier sieht man das auch nochmal aus der Ferne gefangen bei dem Raid in Köthen-Anhalt. Und dann getauscht am 11.04. Ich habe damals auch getauscht und habe dann mein geflügeltes, ohne Beine, Shiny Lucky Giratina bekommen. Deswegen finde ich das so cool. Er hat das, ich habe das. Jetzt können wir tauschen. Können wir nicht. Und ist euch was aufgefallen? Ich habe keine Haare mehr auf einmal und mein Hemd ist auf, damit ihr ein bisschen weiß nochmal, dass jetzt sieht mein Gesicht nicht mehr so weiß aus, weil das T-Shirt dafür jetzt weiß ist und so lenkt das ein bisschen ab. Habe ich jetzt extra so gemacht, schon habe ich wieder Farbe im Gesicht. Ansonsten, was ist, glaube ich, von meiner Seite aus? Wenn noch irgendwas ist, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Wenn ihr Anregungen habt, was ich mit meinem Bart machen soll, schreibt sie in die Kommentare. Vielleicht sollte ich aufhören, hier zu filmen und mit der GoPro einfach irgendwo, wo Licht ist, ohne dieses Künstliche, dann wäre es auch nicht so käsig. Irgendwie gefällt mir das seit längerem schon nicht mehr so, weil das halt immer so total blass ist. Oder ich muss irgendwas einfach mal an der Beleuchtung ändern. Aber das sieht jedes Mal so total widerlich aus. Widerlich. Und ihr könnt mich heute Abend einladen bei Raids, bei der Raid Mania von Kabutoro, wenn ich eure Raid-Einladungen annehme, mit euch zusammen raide und gespannt bin, ob da ein gutes dabei ist. Ich habe bisher nur 3 Stück, weil ich meine 2 freien Pässe gemacht habe und ein Duo-Raid mit Thomas. Und heute wird auf jeden Fall mehr gemacht, eine Stunde lang, 18 bis 19 Uhr. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.